Nichts gehört der Vergangenheit an. Alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber in Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer. Wie aber der Tag aus Tag und Nacht besteht, hat auch die Geschichte eines jeden Volkes ihre Licht- und Schattenseiten. Ich glaube, dass die junge Generation in Deutschland bereit ist, die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit zu erfahren, die zu bewältigen, ihren Eltern allerdings mitunter schwerfällt. Wir bemühen uns in Deutschland um diese Wahrheit in den Gerichtssälen und in den Schulen. Eine zentrale Stelle bereitet die Strafverfahren vor, auch gegen die Täter, die sich noch verborgen halten. Ich weiß, man wirft uns mitunter im Ausland vor, wir hätten kostbare Zeit versäumt. Mag sein. Es ist aber, ich glaube, noch nicht so spät, wenn wir heute, nachdem wir in Deutschland zeitlichen Abstand gewonnen haben, ernsthaft nach den Tatsachen, ernsthaft nach den Gründen fragen, die zu der moralischen Katastrophe in den Jahren 33 bis 45 führen. Und wenn wir Deutsche damit wirklich einen Gerichtstag halten, nicht nur über Eichmann und seinesgleichen, sondern über uns selbst und unsere Geschichte, die nationale Geschichte und die Geschichte unseres eigenen privaten Lebens. Gerichtstag halten über uns selbst und unsere Geschichte, die nationale Geschichte und die Geschichte unseres eigenen privaten Lebens. Als Fritz Bauer 1961 im Dokumentarfilm von Erwin Leiser diesen Appell an die junge Generation in Deutschland richtet, lag ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung in und mit und dann wieder in Deutschland hinter ihm. 1903 in Stuttgart geboren. Kind einer jüdischen Familie in Schwaben. 1930 mit 27 Jahren jüngster Amtsrichter der Weimarer Republik, Sozialdemokrat. 1933 verhaftet, aus dem Amt entlassen. 1936 Flucht nach Dänemark. 1943 Flucht nach Schweden, Zusammenarbeit mit Willy Brandt. 1949 Rückkehr nach Deutschland, unterstützt vom SPD-Oppositionsführer Kurt Schumacher. Diese Rückkehr nach Deutschland war keine leichte Sache, dauerte mehr als 3 Jahre und war geprägt von Absagen. Ein Jahr nach Kriegsende schreibt Fritz Bauer aus Kopenhagen an Kurt Schumacher: Um hier eine definitive Erlaubnis zur Übersiedlung zu bekommen, brauche ich eine feste Anstellung plus Wohnung. Ich habe mit den Amerikanern verhandelt. Sie ließen mich ein Dutzend Fragebogen ausfüllen, ich habe aber nie einen positiven Bescheid bekommen. Der Grund ist mir unbekannt. Ich nehme aber an, dass Sie keine Juden wünschen oder, richtiger formuliert, Ihr mehr oder minder öffentliche Arbeit für inopportun halten. Wohin konnte er überhaupt zurückkehren? Nach Stuttgart? Dort war sein Dienstherr von 1933, der ihn entlassen hatte, wieder Justizminister. Und über 80% der alten Staatsanwälte und Richter waren im CDU-regierten neuen Württemberg wieder auf ihren Posten. Die wollten keinen jüdischen, sozialdemokratischen Juristen unter sich. Einen Ausweg bot Niedersachsen, wo eine SPD-CDU-Koalition mit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Hinrich Kopf regierte und 1946 die britische Militärregierung, wie Irmtrud Wojak beschreibt, eine 50%-Formel zur
Entnazifizierung der Justiz eingeführt hatte. Die bedeutete, dass mit jedem Belasteten ein Unbelasteter berufen werden musste. Trotzdem betrug 1948 der Anteil der NSDAP-Mitglieder unter den Richtern auch hier 80-90%. Da musste wenigstens ab und zu eine Ausnahme gemacht werden. Und so konnte Kurt Schumacher im August 1948 an Fritz Bauer schreiben, er habe in Braunschweig Verhandlungen geführt. Ausgerechnet in Braunschweig, der Göring- und Hitlerstadt, wo schon 1930 eine der ersten Rechtsregierungen unter Beteiligung der NSDAP gebildet worden war und wo 1932 Adolf Hitler zum Staatsbeamten ernannt wurde, damit er die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt. In Braunschweig wurde im April 1949 aus dem Emigranten Fritz Bauer der Remigrant, Landgerichtsdirektor Bauer, wohnhaft in der Adolfstraße 46 zur Untermiete. Ich bin zurückgekehrt, weil ich glaubte, etwas von dem Optimismus und der Gläubigkeit der jungen Demokraten in der Weimarer Republik, etwas vom Widerstandsgeist und Widerstandswillen der Emigration im Kampf gegen staatliches Unrecht mitbringen zu können. Schon einmal war die deutsche Demokratie zugrunde gegangen, weil sie keine Demokraten besaß. Ich wollte einer sein. Schon einmal hatte die Justiz, als es galt, die Demokratie zu verteidigen, ihre Macht missbraucht und im Unrechtsstaat der Jahre 1933 bis 1945 war der staatlichen Verbrechen kein Ende. Ich wollte ein Jurist sein, der dem Gesetz und Recht der Menschlichkeit und dem Frieden nicht nur Lippendienst leistet. Der Unrechtsstaat der Jahre 1933 bis 1945, das war sein großes Thema von Anfang an. Sich seiner zu erinnern, über ihn aufzuklären, seine Wurzeln zu erkennen und vor allem sein Fortwirken. Gelegenheit dazu ergab sich in Braunschweig damals in Hülle und Fülle. Gerade weil nach der Gründung der Bundesrepublik im Herbst 1949 die juristische Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen kaum noch eine Rolle spielte. Und wenn, dann immer zugunsten der Angeklagten. In Braunschweig wurden Sonderrichter freigesprochen, der Nazi-Ministerpräsident Klages, ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilt, vorzeitig entlassen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit bewusst nicht geahndet. Es erregte das tiefste Befremden der Bürokratie, dass zwischen 1933 und 1945 nicht ein bloßer Wechsel der Staatsform stattgefunden hat, sondern dass zwischen 1933 und 1945 der Staat in einen Unrechtsstaat verkehrt worden ist. Die Zeit 1949, 1950, 1951. In Hannover gründen ehemalige NSDAP-Mitglieder und SS-Leute die Sozialistische Reichspartei SRP. 1951 gewinnt sie bei den Landtagswahlen 11% der Stimmen und zieht mit 16 Abgeordneten in den Landtag ein. Am Vorabend der Wahl erklärt einer der SRP-Gründer, Generalmajor AD Ernst Rehmer, auf einer Veranstaltung im Schützenhaus in Braunschweig die Attentäter des 20. Juli zu Landesverrätern, die vom Ausland bezahlt worden seien. Wörtlich: Die Zeit wird kommen, in der man schamhaft verschweigt, dass man zum 20. Juli 1944 gehört hat. Der Bundesinnenminister Robert Lehr, CDU, selbst Widerstandskämpfer, stellt Strafantrag beim Landgericht Braunschweig wegen Verleumdung. Der zuständige Staatsanwalt in Braunschweig, Ex-NSDAP-Mitglied und ehemaliger SA-Rottenführer, lehnt die Eröffnung eines Strafverfahrens ab und teilt dem Bundesinnenminister mit, Zitat, die Anklage habe keine Aussicht auf einen sicheren Erfolg. Im Übrigen gäbe es Zweifel, ob er, Lehr, überhaupt dem Widerstand angehört habe.
Das war kein Einzelfall, das war die Tendenz. Und das war der Moment, in dem Fritz Bauer eingreifen konnte. Seit 1950 Generalstaatsanwalt in Braunschweig zog er den Fall direkt in seine Zuständigkeit und erhob selbst Anklage. Die Zeit 1951, 1952. Wiederbewaffnung, Rehabilitation der Berufssoldaten, Gründung von Soldatenverbänden, Verratspropaganda, Dolchstoßlegenden, Ehrenerklärungen für die ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht. Für Fritz Bauer die Zeit, wenigstens ein Exempel zu statuieren, einen anderen Prozess zu führen, der die öffentliche Debatte über den nationalsozialistischen Unrechtsstaat, wie er ihn definiert, erzwingt. 7. bis 11. März 1952, Prozess vor dem Braunschweiger Landgericht gegen Otto Ernst Rehmer wegen übler Nachrede in Tateinheit mit Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Allein die Tatsache, dass es zu solch einem Verfahren kommt, erregt Aufsehen. Man steht Schlange vor dem Gerichtsportal, es gibt Einlasskarten. Die Pressetribüne ist überfüllt. Unter den Zuschauern alle 16 Landtagsabgeordneten der SRP, Rehmer ungeniert als Neonazi-Star auf der Anklagebank. Besonders aufsehenerregend auch die Art und Weise, wie dieser Prozess geführt wird. Als Gutachter treten prominente Wissenschaftler auf, Moraltheologen, Zeitzeugen aus dem Kreis der Widerstandskämpfer und Hinterbliebene der Verstorbenen. Und schließlich ein Plädoyer des Generalstaatsanwalts, das so, Zitat, von einem deutschen Ankläger wohl kaum gehört worden war, wie es in der Stuttgarter Zeitung vom 12. März hieß. Auszüge aus der einstündigen Anklage. Meine Herren Richter, es ist nicht die Absicht der Staatsanwaltschaft, dem seinerzeitigen Major Rehmer deswegen den Prozess zu machen, weil er sich am 20. Juli 1944 dem Widerstandskampf versagt hat. Zur Aburteilung steht, dass das Vorstandsmitglied der SRP, Rehmer, die Widerstandskämpfer des 20. Juli verleumdete und beschimpfte, indem er sie Hoch- und Landesverräter hieß. Was am 20. Juli 1944 vielen noch dunkel vorgekommen sein mag, ist heute durchschaubar. Was damals verständlicher Irrtum gewesen sein mag, ist heute unbelehrbarer Trotz, böser Wille und bewusste Sabotage unserer Demokratie. Das Ziel dieses Prozesses ist nicht, Zwietracht zu sehen, sondern Brücken zu schlagen und zu versöhnen. Freilich nicht durch einen faulen Kompromiss, sondern durch die Klärung der Frage, waren die Männer des 20. Juli Hoch- oder Landesverräter? Durch ein demokratisches, unabhängiges Gericht. Die Frage, ob die Männer des Widerstandskampfes vom 20. Juli Hoch- oder Landesverräter waren, ist schon einmal entschieden worden. Sie wurde unter Missbrauch strafprozessualer Formen vom Volksgericht in Berlin durch Freisler bejaht. Heute geht es um eine Wiederaufnahme dieses Verfahrens. Es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, Aufgabe der Richter des demokratischen Rechtsstaates, die Helden des 20. Juli ohne Vorbehalt und ohne Einschränkung zu rehabilitieren, aufgrund der Tatsachen, die uns heute bekannt sind. Meine Richter, Sie haben eine Reihe von Zeugen gehört. Ich glaube, es gibt niemanden in diesem Saal, der den Mut hätte zu sagen, einer der Widerstandskämpfer hätte nicht in der heiligen Absicht gehandelt, seinem deutschen Vaterland zu dienen. Am 20. Juli war der Krieg endgültig verloren. Und jeder Versuch, den Krieg zu verhüten, jeder Versuch, den Krieg abzukürzen, bedeutete eine Ersparnis deutscher Menschenleben, deutscher Wohnungen, ein Plus deutscher Weltgelte. Hitler war nicht nur, das muss leider Gottes gesagt werden, der oberste Kriegsherr, Kraftusurpation, sondern auch der oberste Kriegsverbrecher. Der größte Verbrecher, den wir nach unserem Strafgesetzbuch besessen haben. Ich stelle deswegen den Satz auf. Ein Unrechtsstaat wie das Dritte Reich ist überhaupt nicht hochverratsfähig.
Ein Unrechtsstaat, der täglich zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr gemäß § 53 Strafgesetzbuch. Diese These vom Unrechtsstaat in seiner Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit nimmt auch das Gericht in seiner Urteilsbegründung auf. All das, was das deutsche Volk angefangen, vom Reichstagsbrand über den 30. Juni 1934 und dem 9. November 1938 über sich hat ergehen lassen, war schreiendes Unrecht, dessen Beteiligung geboten war. Es ist schwer, bitter und hart für ein deutsches Gericht, so etwas aussprechen zu müssen. Das Gericht schließt sich der Auffassung der Staatsanwaltschaft an, dass der NS-Staat kein Rechtsstaat, sondern ein Unrechtsstaat gewesen sei. Die öffentliche Diskussion über Unrecht und Schuld fand statt. Eine Umfrage Ende 1952 ergibt, dass 58% der Deutschen die Taten der Widerstandskämpfer befürworten. Vor Beginn des Braunschweiger Prozesses waren es 38% gewesen. Rehmer wird zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt und flieht ins Ausland. Die SAP löst sich auf, kurz bevor sie vom Bundesverfassungsgericht verboten wird. Ihre 40.000 Mitglieder schließen sich vor allem der Deutschen Partei und der Freien Demokratischen Partei, der FDP, an und anderen bürgerlichen Parteien auch. Das war 1952. Erst unvorstellbare 58 Jahre später, 2010, wurden die 30.000 Kriegsverräter der Wehrmacht rehabilitiert. Nach einem parlamentarischen Kampf ohne Beispiel, den die Linksfraktion initiierte. Aber ein Antrag der Regierungsfraktion CDU-CSU und FDP und der Oppositionsfraktion SPD und Grüne wurde nur möglich, weil die Linke schließlich auf ihre Mitwirkung verzichtete und gewissermaßen dem eigenen Anliegen unterm Namen der anderen zustimmte. Ortswechsel. 1956 ändert sich das Leben und Arbeiten von Fritz Bauer. Der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn holt ihn nach Frankfurt am Main als Generalstaatsanwalt, Vorgesetzter von fast 200 Staatsanwälten im Flächenstaat Hessen, Chef des größten Strafverfolgungsapparates der jungen Bundesrepublik. Hessen war rot. Und sein Ministerpräsident war auf gewisse Weise eine Art alter Ego von Fritz Bauer. Fast so alt wie er, Jahrgang 1901. Wie er, sozialdemokratischer Jurist in der Weimarer Republik, Anwalt, der in Kassel mutig gegen den späteren Volksgerichtshofpräsidenten Freisner antritt, Schutzhäftling, Soldatenanwalt, der angebliche Saboteure und Selbstverstümmler verteidigt. Aus amerikanischer Gefangenschaft nach Hessen zurückgekehrt, von der Militärregierung in die Politik geschickt, Co-Autor der Hessischen Verfassung und des Grundgesetzes, Abgeordneter, erster Justizminister Hessens und seit 1951 Ministerpräsident. Georg August Zinn wusste genau, wen er sich da als General nach Frankfurt holte. Und Fritz Bauer konnte sicher sein, dass sein oberster Dienstherr, der Justizminister und Ministerpräsident in Personalunion, Zinn, auf seiner Seite war. Auch wenn der Justiz- und Polizeiapparat nicht viel anders besetzt war als überall. Feldbergstraße 48, eine Neubauwohnung mit Blick auf den Palmengarten, das ist das Domizil Fritz Bauers. Er liebte Neubauten. Einem anderen Remigranten, dem Schriftsteller Gerhard Zwerenz, der 1957 von Leipzig nach Frankfurt kam, hat er damals erzählt: Wir Immigranten hatten so unsere heiligen Irrtümer. Ich gab eine Immigrationszeitschrift zusammen mit Willy Brandt heraus. Dass Deutschland in Trümmern liegt, hat auch sein Gutes, dachten wir. Da kommt der Schutt weg, dann bauen wir Städte der Zukunft. Hell,
weit und menschenfreundlich. Bauhaus, Gropius, Mies van der Rohe, so dachten wir damals. Alles sollte ganz neu und großzügig werden. Dann kamen die anderen, die sagten, aber die Kanalisationsanlagen unter den Trümmern sind doch noch heil. Na, und so wurden die deutschen Städte wieder aufgebaut, wie die Kanalisation es verlangte. Frankfurt 1957, 1958, 1959. Eine beispiellose Kriegsverbrechergeschichte nimmt ihren Anfang. Sie beginnt mit einem Brief aus Argentinien, den 1957 ein jüdischer Emigrant an Fritz Bauer schickt. Lothar Herrmann schreibt, dass er entdeckt habe, dass Adolf Eichmann unter falschen Namen in Buenos Aires lebt. Adresse anbei. Er sei sich der Sache ganz sicher, seine Tochter habe sich nämlich unglücklicherweise in den Sohn dieses Massenmörders verliebt. Er, Herrmann, wisse also genau, was er da preisgäbe. Was macht ein Generalstaatsanwalt in solch einem Fall? Er nimmt Kontakt auf zur Auslandsabteilung des Bundeskriminalamtes. Frage: Würde die deutsche Polizei bei einer Suche nach dem Massenmörder Eichmann im Ausland behilflich sein? Antwort: Eine Fahndung nach Interpol-Status sei nicht möglich. Die Taten Eichmanns seien politischen Charakters. Der antwortende Abteilungsleiter ist der frühere SS-Untersturmführer Paul Tickhoff. 1957, 58 sind 33 von den leitenden 47 Beamten des BKA frühere SS-Angehörige. Das sind 70%. Was also macht der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in solch einem Fall? Er fährt nach Israel. Einmal, zweimal, dreimal. Spricht mit dem Justizminister und dem Geheimdienstchef, kehrt nach Frankfurt am Main zurück, gibt Pressemeldungen heraus, in denen er ankündigt, dass die Staatsanwaltschaft Hessens Eichmann im Visier habe im Orient. Als reine Inszenierung mit dem israelischen Geheimdienst abgestimmt, so schildert Roland Steinke den Politkrimi in seiner Bauer-Biografie. Bauer lädt am Tag vor Weihnachten 1959 mit großer Geste zu einer Pressekonferenz mit der Nachricht: Über die zuständigen Bonner Ministerien wird Generalstaatsanwalt Bauer schon Anfang 1960 ein Ersuchen um die Auslieferung Eichmanns an das Emirat in Kuwait richten. Das Emirat in Kuwait. Wahrscheinlich haben sich die BKA-Leute, die längst wussten, wo sich Eichmann tatsächlich versteckt hielt, vor Freude auf die Schenkel geklopft, als sie das lasen. Kriegsverbrechergeschichte 1957, 1958, 1959 von einem deutschen Generalstaatsanwalt betrieben, an allen Vorschriften vorbei und im Geheimen, aus jenem Ungehorsam, jener Notwehr heraus, die ihm die politischen Verhältnisse aufzwingen. Einen einzigen Mitwisser gibt es, seinen Dienstherrn, den Justizminister und Ministerpräsidenten Zinn. Im Mai 1960 kidnappt der israelische Geheimdienst Eichmann in Buenos Aires und entführt ihn nach Jerusalem, wo ihm der Prozess gemacht wird. Bauer drängt Bonn, einen Auslieferungsantrag an Israel zu stellen, erfolglos. Diese Kriegsverbrechergeschichte bleibt zu Lebzeiten Bauers geheim. An keiner Stelle hat er sich dazu geäußert, was in ihm vorgegangen ist, als er die Bilder vom Jerusalemer Prozess in den Zeitungen und im Fernsehen sah, die um die ganze Welt gingen. Als Eichmann 1961 in Jerusalem vor Gericht steht, ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft schon seit 2 Jahren gegen 1000 Beschuldigte im Zusammenhang mit den in Auschwitz begangenen Verbrechen. 1000.
In den Lagern Auschwitz und Birkenau taten vom Mai 1940 bis Januar 1945 8.200 SS-Angehörige Dienst. Ein Großteil lebte nach dem Krieg in der neuen Bundesrepublik, unauffällig integriert. Sie zu suchen, zu befragen und gegebenenfalls vor Gericht zu stellen, hatte sich Fritz Bauer zur Aufgabe gemacht. 1959 erreichte er, dass der Bundesgerichtshof dem Landgericht Frankfurt die Zuständigkeit für eine solche Strafsache übertrug und beauftragte ein Team junger Juristen mit dieser Sisyphus-Arbeit. Bis Juli 1961 wurden über 1.000 Zeugen, Auschwitz-Überlebende und SS-Angehörige vernommen. Nach weiteren 2 Jahren gerichtlicher Voruntersuchung wurde im Dezember 1963 die Hauptverhandlung eröffnet. Die Strafsache gegen Mulka und andere, Aktenzeichen 4KS2-63, begann. »24 Strafakten standen vor einem Jahr am Anfang eines Prozesses, der bereits jetzt als Auschwitz-Prozess in die deutsche Geschichte eingegangen ist. 24 deutsche Männer haben sich seit einem Jahr vor einem Frankfurter Schwurgericht für ihre Tätigkeit in der größten bisher bekannten Menschenvernichtungsanlage zu verantworten. Der bisher umfassendste strafrechtliche Versuch, ein Stück deutscher Vergangenheit zu bewältigen, kreist um die Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau.« Aus Peter Weiß, die Ermittlung, Oratorium in 11 Gesängen. Gesang von der Rampe. Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? 2 Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa 5 Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein. Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen. Wurden die Fahrplananordnungen von Ihnen ausgearbeitet? Nein. Ich hatte nur fahrplantechnische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pendelverkehr zwischen Bahnhof und Lager durchzuführen. Dem Gericht liegen allerdings Fahrplananordnungen vor, die von Ihnen unterzeichnet sind. Ich habe das vielleicht einmal vertretungsweise unterschreiben müssen. War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Sie wussten doch, dass die Züge mit Menschen beladen waren. Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutz des Reiches standen. Über die vom Lager regelmäßig zurückkehrenden Leerzüge haben Sie sich keine Gedanken gemacht? Die beförderten Menschen waren dort angesiedelt worden. Herr Zeuge, Sie haben heute eine leitende Stelle in der Direktion der Bundesbahn. Demnach ist anzunehmen, dass Sie vertraut sind mit Fragen der Ausstattung und Belastung von Zügen. Wie waren die bei Ihnen ankommenden Züge ausgestattet und belastet? Es handelte sich um Güterzüge. Waren es Güterwagen oder Viehwagen? Es waren auch Wagen, wie sie zum Viehtransport benutzt wurden. Gab es in den Waggons denn sanitäre Einrichtungen? Das ist mir nicht bekannt. Und wie oft kamen diese Züge an? Das kann ich nicht sagen. Wo wohnten Sie? In der Ortschaft. Wer wohnte sonst dort? Die Ortschaft war von der einheimischen Bevölkerung geräumt worden. Es wohnten dort Beamte des Lagers und Personal der umliegenden Industrien. Was waren das für Industrien? Es waren Niederlassungen der IG Farben, der Krupp- und Siemenswerke. Sahen Sie die Häftlinge
die dort zu arbeiten hatten? Ich sah sie beim An- und Abmarschieren. Und wie war der Zustand der Gruppen? Sie gingen im Gleichschritt und sangen. Erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet. Man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? 1963, 1964, 1965. 3 Jahre, 20 Monate, 183 Verhandlungstage dauerte dieser Prozess. 360 Zeugen wurden gehört, darunter 211 überlebende Gefangene. Angeklagt waren 2 Adjutanten, ein Lagerführer, SS-Ärzte, ein SS-Apotheker, ein Rapportführer, Angehörige der politischen Abteilung der Lager-Gestapo, Sanitäter. Sie stritten Massenmord und Massenvernichtung in den Lagern nicht ab, leugneten aber ihre persönliche Beteiligung an den Verbrechen. Der Vorsitzende Richter hielt fest: Die Angeklagten haben im Wesentlichen geschwiegen, in großen Teilen die Tat geleugnet und die Unwahrheit gesagt. Keiner hielt sich für schuldig. Keiner äußerte auch nur einen Satz der Entschuldigung. Im Essay »Im Namen des Volkes, die strafrechtliche Bewältigung der Vergangenheit« definiert Fritz Bauer, was mit diesem Prozess aus seiner Sicht erreicht werden sollte. Mit dem Wort von der Bewältigung unserer Vergangenheit, das Bundespräsident Heuss geprägt hat, ist gemeint, dass wir aus dem Vergangenen lernen und die Konsequenz für Gegenwart und Zukunft ziehen. Die Bewältigung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist gewiss nicht allein, auch nicht vorzugsweise, eine Sache der Strafjustiz. Sie geht uns alle an. Die Gerichte haben die Aufgabe, im Namen des Volkes die Taten des narzisstischen Unrechtsstaates zu beurteilen und zu verurteilen. Auch diese Taten sind seinerzeit im Namen des Volkes begangen worden. Die Bürger von heute sind in ihrer Mehrheit die Volksgenossen von gestern. Das Richten in eigener Sache ist auch dann, wenn es nur in übertragenem Sinn geschieht, immer eine prekäre Angelegenheit. Als am 8. Juni 1951 einige der des schwersten Massenmordes überführten Einsatzgruppenführer wie etwa Ohlendorf von den Amerikanern hingerichtet wurden, protestierte der Vizekanzler der Bundesregierung. Staatsanwaltschaften und Gerichte glaubten bis Mitte der 50er Jahre hieraus den Schluss ziehen zu dürfen, nach der Auffassung von Gesetzgebung, Parlament und Exekutive, Regierung, sei die juristische Bewältigung der Vergangenheit abgeschlossen. An Oberstaatsanwalt Bauer, Charakterkopf 1a, Frankfurt, Oberstaatsanwaltschaft. Immer wieder stellen wir fest, dass es eine gewisse Gruppe von Menschen ist, die die Umerziehung der Deutschen durchführt. Unter dieser Umerziehung, die eine Grundforderung unserer Feinde war und ist, stellt man sich also vor, dass unser Volk demoralisiert wird und demokratisiert wird. Mit einem Sauhaufen ohne Moral kann Juda natürlich besser umspringen. Und mit der Demokratie ist das so, dass diese, ob wir wollen oder nicht, uns aufgezwängt wird. Angeblich soll sie etwas Gutes sein. Sie ist und bleibt aber Volksbetrug. Gut für die, die sich die Taschen füllen können. Gut ist sie nur für die Funktionäre, so zum Beispiel für die Bonner Kumpanei. Gut für die, die sich die Taschen füllen können. Schlecht aber für das arme, kleine Volk. Gut aber für Juda. Gut für den Milliardenerpresser Nahum Goldmann und so weiter. Gut für Brandt und so weiter. Und natürlich muss zu solchem Teufelswerk auch die Handlangermannschaft bereitstehen. Ein großes Volk zu demoralisieren und zu würgen, bedarf es bestimmter Regeln. Juda ist im Völkermord geübt. Ein Handlanger dieser Rasse sind Sie, Bauer. Sie sollten sich bis in den Hintern hinein schämen, zu solchem Völkermord die Hand zu reichen. Sie sind also kein deutscher Richter,
sondern ein Handlanger der Juden, die unser Volk vernichten wollen. Absender Kölner Kreis, Mehlemer Kreis. Am 19. August 1965 beginnt die Urteilsverkündung. Sie dauert 2 Tage. Das Gericht verhängt 17 Zuchthausstrafen von 3 Jahren bis zu 6 Monaten bis zu lebenslang in einem Fall. 3 Angeklagte werden freigesprochen, 2 sind wegen Verhandlungsunfähigkeit vorher ausgeschieden. Aus der Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft hat zu Beginn ihres Plädoyers die Fragen aufgeworfen. Warum ein Auschwitz-Prozess und warum heute noch ein Auschwitz-Prozess? Diese Fragen werden für die Staatsanwaltschaft von Interesse gewesen sein, als sie diesen Prozess einleiten sollte. Für das Schwurgericht sind derartige Fragen nicht zu stellen. Wenn auch der Prozess weit über die Grenzen dieses Landes Beachtung gefunden hat und den Namen Auschwitz-Prozess erhalten hat, so bleibt er für das Schwurgericht ein Prozess gegen Mulka und andere. Das heißt, es war für die Entscheidung des Schwurgerichts nur die Schuld der Angeklagten maßgeblich. Das Schwurgericht war nicht berufen, die Vergangenheit zu bewältigen. Es hatte auch nicht zu prüfen, ob dieser Prozess zweckmäßig war oder nicht. Das Schwurgericht konnte nicht einen politischen Prozess führen, schon gar nicht einen Schauprozess. Das Gericht hat sich bemüht, die Wahrheit zu erforschen. Die Länge des Prozesses und die zahlreichen Beweiserhebungen, die durchgeführt wurden, sprechen dafür, dass allein die Erforschung der Wahrheit im Mittelpunkt dieses Verfahrens gestanden hat. Was aber war die Wahrheit dieses Verfahrens? Für Fritz Bauer ein totales Geschehen. Der Massenmord an Millionen in den Vernichtungslagern. Im Essay In unserem Namen schreibt er: Die Sach- und Rechtslage war ungewöhnlich einfach. Es gab einen Befehl zur Liquidierung der Juden in dem von den Nazis beherrschten Europa. Mordwerkzeug waren Auschwitz, Treblinka und so weiter. Wer an dieser Mordmaschine hantierte, wurde der Mitwirkung am Morde schuldig. Was immer er tat, selbstverständlich vorausgesetzt, dass er das Ziel der Maschinerie kannte, was freilich für die, die in den Vernichtungslagern waren oder um sie wussten, von der Wachmannschaft angefangen bis zur Spitze, außer jedem Zweifel steht. Wer eine Räuberbande im Stil von Schiller oder eine Gangsterbande im Stil von Murder, Inc. angehört, ist, woran kein Strafjurist hierzulande zweifeln dürfte, des Mordes schuldig. Gleichgültig, ob er als Boss am Schreibtisch den Mordbefehl erteilt, ob er die Revolver verteilt, ob er den Tatort ausspioniert, ob er eigenhändig schießt, ob er Schmiere steht oder sonst tut, was ihm im Rahmen einer Arbeitsteilung an Aufgaben zugewiesen ist. Von dieser hierzulande sonst ganz üblichen, schon dem jungen Strafjuristen geläufigen Praxis wichen unsere NS-Prozesse vielfach ab. Wahrscheinlich, um das kollektive Geschehen durch Atomisierung und Parzellierung der furchtbaren Dinge sozusagen zu privatisieren und damit zu entschärfen. Unter den vielen prominenten Prozessbeobachtern, Günter Grass, Arthur Miller, Marie-Louise Kaschnitz, Günter Anders, Hannah Arendt, Karl Jaspers, befand sich auch Martin Walser. 38 Jahre alt, die Nazi-Diktatur als Kind, jugendlicher junger Mann hinter sich. In seinem 1965 veröffentlichten Aufsatz unter dem Titel »Unser Auschwitz« stimmt er dieser Beurteilung vehement zu. Über ein Jahr lang haben wir in der Zeitung gelesen, wie es zuging in Auschwitz. Wir waren vielleicht sogar im Gerichtssaal in Frankfurt. Wir kennen die Gesichter der Angeschuldigten, wir erinnern uns an einzelne Zeugen und am meisten erinnern wir uns an fürchterliche Einzelheiten. Aber
Haben diese Brutalitäten unser Bewusstsein erreicht? Haben sie uns darüber belehrt, was Faschismus ist? Die Täter werden Teufel, Henker, Raubtiere genannt. Auschwitz, die Hölle. Aber die Folterer waren keine fantastischen Teufel und Auschwitz war nicht die Hölle, sondern ein deutsches Konzentrationslager. Eine Anstalt, die der deutsche Staat mit großer Folgerichtigkeit entwickelte zur Ausbeutung und Vernichtung von Menschen. Ein Betriebssystem. Und wenn Volk und Staat überhaupt noch sinnvolle Bezeichnungen sind, für ein politisches, für ein Kollektiv also, das in der Geschichte auftritt, in dessen Namen Recht gesprochen oder gebrochen wird, dann ist alles, was geschieht, durch dieses Kollektiv bedingt, dann ist in diesem Kollektiv die Ursache für alles zu suchen. Dann ist keine Tat mehr bloß subjektiv. Dann gehört jeder zu irgendeinem Teil zu der Ursache von Auschwitz. Dann wäre es eines jeden Sache, diesen Anteil aufzufinden. Zum Beispiel darüber nachzudenken, auf welche Weise und wie sehr ich heute dem westdeutschen Staat angehöre, auf welche Weise und in welchem Ausmaß das sogenannte Dritte Reich sich auch als mein staatlicher Ausdruck manifestieren durfte. Wir scheuen die Anstrengung, Auschwitz als ein sinnloses, nie mehr zu sühnendes Morden in unser Bewusstsein aufzunehmen. Und die Gerichte, auch das Frankfurter, haben dies ermöglicht. Das beweisen die Zahlen. 8.200 Angehörige der SS taten von 1940 bis 1945 Dienst in Auschwitz. Vor bundesdeutschen Richtern standen davon 43 Angeklagte. Das sind 0,5%. Das beweisen vor allem aber auch die Urteile und ihre Begründung. 9 Angeklagte wurden zu lebenslangem Zuchthaus, 20 zu mehrjährigen Zuchthausstrafen verurteilt, 10 Angeklagte wurden freigesprochen, 4 schieden vorzeitig aus den Verfahren aus. Die Gerichte haben in sehr großer Zahl von Fällen von narzisstischen Verbrechen nicht Täterschaft, sondern lediglich Beihilfe angenommen. Nicht nur bei kleinen Tätern, sondern auch bei hohen Funktionären. Hinter der bei den Gerichten bis hinauf zum Bundesgerichtshof beliebten Annahme bloßer Beihilfe steht die nachträgliche Wunschvorstellung, im totalitären Staat der Nazizeit habe es nur wenige Verantwortliche gegeben, es seien nur Hitler und ein paar seiner Allernächsten gewesen, während alle übrigen lediglich vergewaltigte, terrorisierte Mitläufer oder depersonalisierte und dehumanisierte Existenzen waren, die veranlasst wurden, Dinge zu tun, die ihnen völlig wesensfremd gewesen sind. Deutschland war sozusagen nicht ein weitgehend besessenes, auf den Narzissmus versessenes, sondern ein von einem Feind besetztes Land. Dergleichen hat mit der historischen Wahrheit wenig zu tun. Es gab vor Hitler glühende Nationalisten und Imperialisten, völkische und Judenhasser. Hitler war ohne sie nicht denkbar. Er hat sie bestätigt. Sie haben ihn bestätigt. Vieles, was an Verbrechen geschah, wurde durch Täter getan, die den Narzissmus und sein Unrecht bejahten. Sei es aus ideologischer Verblendung, sei es aus Machthunger, aus Lust am Fortkommen und an der Karriere, aus Habsucht, aus Sadismus zwecks Befriedigung von Affekten und Instinkten, aus Bequemlichkeit und was es sonst an kriminellen Motiven gibt und geben mag. 1965, Zeit der zweiten Schuld, wie Ralph Giordano sie 20 Jahre später genannt hat. Die Zeit, in der der große Frieden mit den Tätern gemacht wird. Zeit der Verdrängung und Verleugnung. Die Einstellung der Bürger der Bundesrepublik zu den Strafprozessen
ist uns aus Meinungsumfragen einigermaßen bekannt. Das Auschwitz-Verfahren ist von vielen Deutschen nicht zur Kenntnis genommen worden. 40% wollen überhaupt nichts von ihm gehört haben. Und von den 60%, die informiert waren, wollten 39% über die Vergangenheit Gras wachsen lassen. Und im Zusammenhang mit der zur selben Zeit geführten Diskussion über eine Verlängerung der Verjährungsfrist für Völkermord sprachen sich 63% der befragten Männer und 76% der befragten Frauen für eine Beendigung der Verfolgung der Nazi-Verbrechen aus. 1964, 1965, 66 und 67. Noch während des laufenden Auschwitz-Prozesses bereitete die hessische Staatsanwaltschaft weitere Verfahren wegen nationalsozialistischer Massenverbrechen vor. Gegen den Frankfurter NS-Polizeipräsidenten und Gesandten bei den Deportationen jüdischer Bürger aus Bulgarien, Beckerle, gegen die Experten des Sondereinsatzkommandos Ungarn, Hermann Krumay und Otto Hunsche, gegen die Euthanasieärzte Bunke, Endruweit, Heide und Ritsche, die unter dem Tarnnamen T4 und Sonderbehandlung 14F13 Massentötungen organisiert und an ihnen mitgewirkt hatten. Gegen Mitglieder des Sonderkommandos 4A der Einsatzgruppe in der Sowjetunion, verantwortlich für den Mord an Zehntausenden Menschen, auch für den Massenmord von Babi Yar, wo es zum ersten Mal auch um die Verbrechen der deutschen Wehrmacht geht. Der Prozess endete 1968 mit der Verurteilung von 7 der 10 angeklagten SS-Männer. Von den beteiligten Angehörigen der Wehrmachtskommandantur Kiew, die mit Plakaten die Sammlung der Juden organisierten und später die Leichen wegsprengten, wurde keiner verurteilt. Es dauerte weitere 27 Jahre, bis durch die sogenannte Wehrmachtsausstellung auch Gerichtstag über die Verbrechen der Wehrmacht gehalten wurde. Keiner der Prozesse nach 1965 ist im Sinn Fritz Bauers entschieden worden oder zu einem Ende gekommen. Rückschläge ohne Ende, Anfeindungen ohne Zahl, Hakenkreuzplakate an der Hauswand seiner Wohnung, Morddrohungen. Wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feindliches Ausland. 1968, Zeit der Schüler- und Studentenproteste, Zeit der Notstandsgesetze. Gerhard Zwerens veröffentlicht Gespräche mit Fritz Bauer. An einer Stelle gibt es verzweifelte Fragen. Was glauben Sie, kann aus diesem Land werden? Meinen Sie, es ist noch zu retten? Die Linken kommen immer mit ihren Utopien. Wenn die Städte aber aufgebaut worden sind, wie die Kanalisation es verlangte, was soll dann eine Utopie? Nehmen Sie die ersten Bonner Jahre. Keine Wehrmacht, keine Politik der Stärke. Nun betrachten Sie mal die jetzige Politik und die Notstandsgesetze dazu. Legen Sie meinethalben ein Lineal an. Wohin zeigt es? Nach rechts. Was kann da in der Verlängerung herauskommen? Höchstens eine negative Utopie. Zum Glück sind wir alt. Wir werden das nicht mehr miterleben. Am 1. Juli 1968 wird Fritz Bauer in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Haushälterin entdeckt den Leichnam in der Badewanne. Der Polizeiarzt stellt eine nicht geklärte Todesursache fest. Der Gerichtsmediziner diagnostiziert eine Überdosis Veronal und Herz- und Kreislaufversagen. Es gibt eine Trauerfeier im engsten Freundeskreis und eine offizielle Gedenkstunde der hessischen Landesregierung. Theodor Adorno legt danach vor seinen Studenten folgendes Credo ab. Ich glaube, aus einer sehr genauen Kenntnis der Person, mich keiner Übertreibung und keiner Sentimentalität schuldig zu machen, wenn ich Ihnen sage, dass zu dem vorzeitigen Tod von Fritz Bauer die Verzweiflung,
darüber beigetragen hat, dass all das, worauf er gehofft hat, all das, was er in Deutschland anders und besser machen hat wollen, ihm gefährdet erschien. Und dass er unablässig von dem Zweifel geplagt worden ist, ob es denn richtig gewesen ist, aus der Emigration zurückzukehren. Ich selbst habe diesen Zweifel lange von mir gewiesen. Ich muss aber heute sagen, dass es Entwicklungen in Deutschland gibt, wie etwa die Notstandsgesetze, aber auch eine Reihe anderer Dinge, die mir sehr begreiflich erscheinen lassen, dass Bauer, der im Übrigen einem Herzleiden erlegen ist, unter diesen Dingen so gelitten hat, dass sie ihm schließlich den Lebensfaden abgeschnitten haben. Den Lebensfaden abgeschnitten. Uns bleibt fast ein halbes Jahrhundert später sein Vermächtnis aus dem Jahr 1966. Als der Krieg zu Ende ging, Stalingrad war für uns das Symbol des Endes des Krieges. Und traten die politischen Immigranten in Stockholm, wo ich war, zu Arbeitsgemeinschaften zusammen, die täglich, nächtlich arbeiteten. Wir beschäftigten uns mit dem neuen Deutschland. Deutschland war zertrümmert. Wir träumten von einem neu aufgebauten Deutschland. Und als der Krieg zu Ende war, war es eine logische Konsequenz, das, was wir in unserem Idealismus und vielleicht allzu großen Optimismus erträumt hatten, in die Wirklichkeit umzusetzen und mitzuhelfen, das andere Deutschland zu schaffen. Und das war der Grund, warum ich auch zurückgekehrt bin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich glaube, hier besteht eine Aufgabe und ich hoffe, dass der Versuch, die Aufgabe zu lösen, denn sie ist noch nicht gelöst, ich hoffe, dass es gelingt, einen kleinen Schritt zu machen und junge Menschen mitzureisen, ein neues Deutschland zu schaffen, ein Deutschland von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der Solidarität und des Friedens mit den Völkern.